Sehr schön. Dann nochmal ganz offiziell, liebe Claudia, schön, dass du da bist und schöne Grüße nach Bremen. Da sitzt du Ja. gerade, ne? Danke. Danke. Freue Ja. mich, dass du Interesse hast, mit mir zu sprechen über dieses Thema. Klar. Ja, wir kennen uns ja durch die Karten. Da bin ich ja auf dich zugekommen und du hast mich da auf dem Weg oder in dem Prozess unterstützt. Und ja, das war, also ich mochte total gerne dich und deine Art und wie du über Paare und Kommunikation und das ganze Feld, also ich mochte das sehr, wie du darüber denkst und fühlst und sprichst. Und darum war mir das irgendwie ein Anliegen, dich auch nochmal so vor die Kamera zu ziehen, liebevoll. Und ja, mich ein bisschen mit dir auszutauschen. Ja, Daher. fein. Ja, und genau, also du kennst die Karten, ja, und das Prinzip oder das Konzept, was bedeutet, da steht eine Frage und man stellt die dem gegenüber. Und genau, also ich fände es nochmal spannend zu wissen von dir, weil dieses Thema, also es ist so spannend. Es gibt Paare, da stelle ich diese Karten vor und da sagt die Frau, oh ja, geil, lass mal kaufen, lass mal spielen. Und der Mann sagt, oh, warum gibt es irgendein Problem hier? So. Und es gibt aber auch, obwohl das so in meinem Kopf gar nicht so Standard ist, gibt es auch das andere, dass Männer sagen, boah, ich habe voll Lust zu reden und Themen anzusprechen und irgendwie in die Kommunikation zu gehen und die Frau sagt, nee, lass mal. Also, wenn du das so hörst, was ist denn da so dein erster Gedanke? Was, also ist dann sozusagen Hopf und Malz verloren bei denen, wenn die eine reden will oder der eine reden will und das Gegenüber nicht? Oder was wäre da so dein nächster Schritt, um das Feld irgendwie vorzubereiten oder wie man es nennen mag? Also bevor Hopfen und Malz verloren ist, muss noch ein bisschen mehr passieren. Und trotzdem ist es echt tatsächlich ein Problem oder ein Schmerz auch in manchen Beziehungen, wo der eine sich so wünscht, dass, oh, lass uns reden, das tut doch so gut. Und der andere sagt, oh, ich mag nicht. Oder, was ich auch häufig erlebe, dass die Schwelle sehr groß ist und wenn sie es dann tun, derjenige, der das eigentlich nicht will, das doch als, ja, als nährend oder als positiv erleben kann. Also von daher glaube ich, ist es total gut, wenn beide irgendwie, also wenn man erstmal natürlich guckt, was ist es eigentlich, warum will der eine nicht reden oder warum will der andere so unbedingt reden? Also dass man das auch erstmal schaut und dass man eine Struktur findet. Also eine Struktur findet. Weil manchmal ist es zum Beispiel so, dass einer sagt, oh, du redest ohne Punkt und Komma. Ich kann es nicht aushalten. So, ne? Das ist mir einfach zu viel. Oder wenn ich was sage, dann wird das kommentiert oder du suchst nach Lösungen oder na so. Und es gibt eine ganz wunderbare Struktur, die nennt sich Zwiegespräch und die empfehle ich immer. Ne? Also dieses wirklich, einer spricht, der andere lauscht und dann im Wechsel. Und man kann es auch nochmal so machen, dass man sagt, hey, was hast du gerade gehört? Ne? Und dann kann man es nochmal korrigieren. Aber die Schönheit an diesem Zwiegespräch ist einfach zu sagen, und danach, da stellen wir das erstmal an die Seite und es wird nicht diskutiert. Das erleben viele als, oh, ja, Ja. so. Genau. Ja, also ich kenne das Zwiegespräch und das Format und magst du vielleicht das nochmal so für diejenigen, die das jetzt hören oder zuschauen, vielleicht nochmal so die zwei, drei Überschriften oder die Struktur einmal kurz darstellen, wenn du magst. Ja, also die Struktur hat die Schönheit, indem sie ganz klare Regeln hat, zeitliche Regeln. Jeder hat die gleiche Zeit. Das ist erstmal die gleiche Zeit zu sprechen und die gleiche Zeit zu lauschen. Wichtig ist, keiner wird unterbrochen, indem, wenn er spricht. Und wenn man zum Beispiel sagt, 8 Minuten hat jeder, und dann nochmal im Wechsel, 8 Minuten sind meine Zeit, in der ich spreche. Und wenn ich gerade keine Worte habe, dann bleibe ich im Kontakt.
Also es heißt, die Zeit bleibt meine. Das ist wunderbar. Und sehr wesentlich ist, ich spreche von mir und nicht von, nutze es nicht als für die Du-Botschaften, die wir so gerne absenden. Okay. Und es ist ein Geschenk, was ich mache. Ich zeige mich dir. Ne? Und der andere darf lauschen und muss nichts tun, außer lauschen und präsent sein und braucht nicht Lösungen finden oder was sage ich jetzt Schlaues, sondern er darf einfach lauschen und dieses Geschenk nehmen. So. Das ist die Schönheit, würde ich sagen, von dieser Struktur. Genau, und 8 Minuten hat jeder und dann wechselt man nochmal? Ja, genau. Das heißt, jeder hat 15 Minuten. Ja, genau. Also jeder hat 16 Minuten und ich mache es deswegen, also ich mache es gerne, also man kann es zum bestimmten Thema machen. Mhm. Und wenn man es erstmal generell anfängt, kann man erstmal sagen, die erste Runde geht daran, so geht es mir gerade. Mhm. Und die zweite, so geht es mir gerade mit dir. Mhm. Und das hat ja einfach einen schönen, also es hat eine schöne Spannung auch. Also eine schöne Energie, schöne Spannung und ein schönes sich zeigen. Ich mag es und ich mag Menschen motivieren, wirklich sich zu zeigen, sich zuzumuten. Ich auch. Ich weiß. Ja, genau. Ja. Ja, und was ich auch schön finde, ist, so wie ich es verstanden habe, und korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass sie auch einladen, dann nicht, also ich höre die 8 Minuten zu und sammle meine Argumente im Kopf, damit ich dann in meinen 8 Minuten dagegen presche. Mhm. Na, das ist ja gar nicht die Idee. Genau, das ist noch ein wesentlicher Punkt, den du ansprichst. Ich beziehe mich nicht auf das, was du eben gesagt hast. Ja. Sondern dann bin ich dran und ich erzähle von mir. Mhm. Das ist, glaube ich, aber auch schwierig, ne? Also das ist, glaube ich, echt ein... Ja, ich habe nichts zu sagen. Aber du, aber letzte Woche, als du, was du gerade... Genau. Und ich habe auch gerade ein paar, wo es der einen Person so, so schwer fällt, auch das Gespräch danach wirklich an die Seite zu stellen. Und ich sage immer, geben Sie diesem Gespräch einfach mal ein bisschen Zeit, dass das so wirken darf und sein darf. Ja, und sich entfalten vielleicht. Und später kann man mal wieder rangehen und sagen, oh, da war was, das würde ich gerne noch besser verstehen, kann ich da noch zu fragen. Mhm. Ne? Ja. Aber der Partner darf Nein sagen. Mhm. Also, ja, und ich habe das auch gemacht. Und was ich erstaunlich fand, als Selbsterfahrung, ist, dass wenn ich zuhöre, ich mich auch ertappt habe dabei, so Argumente zu finden dagegen oder warum ich das gemacht habe oder was weiß ich. Und das wurde immer weniger, je mehr ich zugehört habe. Und je mehr ich zugehört habe, umso mehr bin ich beim anderen gelandet und weniger bei meinem Recht haben wollen oder bei meinem verletzt sein oder... Also das fand ich ganz schön, dass ich irgendwie mehr beim anderen lande, ja, wenn ich da nicht was gegen sage. Genau, und das ist Teil des Lernprozesses auch, nämlich zu begreifen richtig, dass das, was der andere erzählt und auch vielleicht über mich erzählt oder wo ich beteiligt war, dass das weniger mit mir zu tun hat, als mit dem Gegenüber. Ja. Ne? Was wir machen ist, dass wir viele Dinge sofort auf uns beziehen, das persönlich nehmen. Und das regt uns so an, dass wir meinen, wir müssen etwas gerade stellen und so weiter. Und zu begreifen, hey, das hat gar nicht so viel mit mir zu tun. Oder ich lasse es mal bei dem anderen. So, ne? So, ich habe doch jetzt kein Problem, wenn der ein Problem hat mit mir. Ja. Ne? So. Ja. Ja. Ja, danke, dass du das erzählt hast. Ich glaube, also es ist so simpel. Und es ist so schwierig. Also es ist so einfach und so schwierig zugleich. Das finde ich einfach phänomenal. Ja, aber es ist ein schönes Tool, finde ich. Ja, und das ist auch ein schönes Tool, was du mit deinen Karten erzielen kannst, finde ich. Ja. Ne? So wirklich so sich gemeinsam auf so eine Frage einzuschwingen und dann dem anderen lauschen zu dürfen, was der dazu zu sagen hat. Wow.
Ja, und da komme ich zur nächsten Frage, die ich im Kopf gerade habe. Wie, also was ich auch erfahren habe, auch bei den Fragekarten, dass Leute gesagt haben, ich habe dann so eine Frage gestellt, war ganz neugierig, dann hat der aber was komplett anderes gesagt. Dann hat er was gesagt, wo ich dachte, nee, also die Antwort, die schmeckt mir so gar nicht. Also, was ist denn da so deine Herangehensweise oder dein Tipp oder Frage oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen mag, aber was ist so, was würdest du sagen, wenn Leute so konträre Meinung haben und gar nicht wissen, was machen wir? Also so einen klassischen Kompromiss gibt es jetzt nicht. Was machen wir denn dann, wenn so zwei Meinungen da sind? Und ja. Also, natürlich kann man erstmal erforschen, was ist es denn, was macht es eigentlich so schwierig, ne? Also, man kann dann schön auf diese Erwartungserwartung gucken. Also, ne, ich habe die Erwartung, dass, ne, so, dass der andere genau das mir jetzt gibt und dann kommt die Enttäuschung. Das ist so ein Teil. Ja, und manchmal ist es so Teil von Beziehung, dass wir lernen dürfen, dass es nicht immer Lösungen gibt, ne? Und dass es nicht immer Einigungen gibt und dass es manchmal darum geht, Dinge nebeneinander stehen lassen zu müssen. Und es gibt einen ganz schönen Begriff von Arnold Retzer, systemischer Paartherapeut geprägt, der nennt das resignative Reife. Ah, Und magst du sagen, was das bedeutet? das hat sowas wie, ich finde es nicht gut, ich würde es anders gerne haben, aber ich nehme es an, also ich kann es zu mir nehmen und sagen, so ist es jetzt. Und wachse darüber hinaus. Also ich muss nicht mehr dagegen ankämpfen, sondern ich kann diesen Teil nehmen. Ah, das ist dein Teil und der ist wichtig und den willst du nicht verändern, der wird so bleiben und ich nehme ihn. Also so, es ist auch ein Teil von Liebe, finde ich, ne? Zu sagen, okay, diesen Teil, ich rede den nicht schön. Ne? Ich sage nicht, oh ja, jetzt ist der super oder so. Überhaupt nicht. Der darf so in mir sich nicht fügen dürfen in Form von, ich sehe es genauso. Aber ich lasse ihn trotzdem sich in mir fügen und erkenne an, das ist dein Teil. So, so siehst du es. Genau, das ist so mit Einstellung wahrscheinlich, ne? Oder mit Wertigkeiten von Sachen und ich kriege es in letzter Zeit immer häufiger mit, dass es so dieses Thema Kind. Also es ist ja so, der eine will ein Kind, der andere will kein Kind. Oh. So, das ist, finde ich, echt. Sorry, bei mir war gerade Stummschaltung aktiviert. Sagst du den letzten Satz nochmal? Ach so, ich habe gesagt, dieses Thema mit Kind, hast du es noch mitbekommen? Das war da. Ja, dass ich gesagt habe, das ist einfach, wenn es so um sowas Grundsätzliches geht, ist es schon, und die Liebe da ist, und aber so was ganz Grundsätzliches, der eine sagt ja und der andere sagt nein. Wow, da ist irgendwie damit dann umgehen und gucken, wie gehen wir jetzt damit um? Das finde ich immer Absolut, so. absolut. Das ist eins der größten Herausforderungen, ne? Also wenn Werte oder auch Visionen, ne, wie will ich mein Leben leben, mit einem Menschen nicht vereinbar werden. So. Und da ist super wichtig hinzugucken. Ne? Also manchmal gibt es Werte, wo ich sage, und dahinter gehe ich nicht mehr zurück. Ja, So. auch, ja, berührt mich gerade, wenn du das sagst. Ja. Ja, so seinen eigenen, ja. Und manchmal ist auch Trennung eine Lösung. Ja, und was ich auch oft erlebe, ist, also das kriege ich jetzt vor allen Dingen in letzter Zeit mit, warum auch immer, dass ich einige Anfragen bekomme von Menschen, die sagen, boah, wir sind kurz vor der Trennung, wenn sich das jetzt hier nicht ändert, dann sehe ich keinen anderen, ne, dann sehe ich keinen anderen Weg mehr als Trennung. Und wenn man da ein paar Sachen reingibt an Kommunikation und an auch das Thema Wertschätzung und Zuhören, also ne, das sind ja so ganz viele Sachen. Wenn mein nächsten Termin ist auf einmal da so ein ganz anderer Mensch. Also manchmal ist das Wort Trennung so präsent und sind nur Kleinigkeiten und dann
Ne? Und andersrum kann es auch sein. Das ist manchmal Trennung, aber auch, ja. Und manchmal ist es gut, dass es eine Erlaubnis in mir gibt, dass ich mich trennen darf, um mich wieder auch für die Beziehung zu öffnen. Mhm. Ne? So, und also da, ich finde es wirklich komplex. Es gibt nichts, was nicht gibt. Das macht es ja auch so spannend. Ne? Das macht unser Leben spannend, das macht unsere Beziehung aufregend und das macht auch halt die Begleitung von Paaren so interessant. Ne? Ja, und so aus deiner eigenen Erfahrung oder Praxis, was sind so die häufigsten Gründe, warum Leute bei dir auf deinen zwei Sesseln sitzen oder Sofa oder was du da, ich weiß es gerade gar nicht. Stühle, profane Stühle. Also was ist so, gibt es so ein Klassiker? Also so würden sie es vielleicht nicht benennen, aber Autonomie und Bindung ist ein Klassiker. Nähe, Distanz, ne? Also so wie viel Freiheit brauche ich, wie viel Autonomie brauche ich, wie viel habe ich und wie viel Nähe kann ich zulassen oder ne, symbiotische Paare, wo es dann doch so einen Autonomieimpuls gibt und so. Mhm. Das ist ein großer Teil. Kommunikation an sich, also wirklich, wir streiten ständig oder wir reden nicht miteinander oder wir reden dran vorbei. Oder wir verstehen uns nicht, wir lassen uns nicht ausreden, also alles Mögliche, also das ganze Feld. Ne? Kommunikation ist eine ganz große, also ein ganz großes Anliegen von den Menschen, wenn die kommen. Sexualität ist ein großes Anliegen. Also wir haben keine Sexualität mehr oder nur wenig oder nicht befriedigend oder immer. Muss ich mich darum kümmern oder was ich in letzter Zeit häufiger habe, ist auch die Idee, andere Formen von Beziehungen zu leben. Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend, das zu begleiten, weil da ist unglaublich viel drin, finde ich, auch an Entwicklungspotenzial tatsächlich. Mhm. Das kommt so in letzter Zeit, dass du das Gefühl, also ist so dein... Ja, hat ja meistens was mit einem selber zu tun, ne? Also so, wo ist man gerade, was kann man gut auch handeln, ne? Und ich glaube, durch mehr Erfahrung kannst du andere Sachen handeln und kommen dann auch andere Sachen zu dir. Ja. Gunther Schmidt hat mal gesagt, also umso länger ich als Therapeut arbeite, umso intelligenter sind meine Klienten geworden. Fand ich total stimmig so. Ja. Ah ja, ich gucke auf die Uhr und denke so, wow, ich könnte jetzt noch weiter quatschen. Und ich glaube, das macht Sinn. Den Rahmen hier so zu setzen. Ja, und ich finde es mega spannend, weil es auch einfach so komplex ist. Mhm. Also es ist ja, das Feld wird ja immer größer, je mehr man sich damit beschäftigt, ne? Ja, und ich finde es wunderbar, dass wir Menschen immer mehr versuchen, auch damit einen Umgang zu finden oder auch tatsächlich so Verstärker, Vertiefer oder Verbesserer zu gestalten, wie du zum Beispiel mit deinen Karten. Du sagst einfach, hey Leute, das ist mein Zutun. Ne? Das ist so mein Giving in die Welt und das könnt ihr nehmen und das kann vielleicht eure Beziehung verschönern. Und das ja, verschönern, also das, genau, das ist gar nicht das erste Wort, weil es kann auch erstmal auf irgendeiner Ebene vielleicht auch erstmal unschön werden, bei manchen Fragen. Mhm. Und im zweiten Schritt dann aber ja, eine Art von mehr Verständnis oder mehr, oh, ich habe mich gezeigt und dadurch sind wir näher und ich kann dich besser wahrnehmen. Und wenn ich sage verschönern, meine ich auch nicht, dass immer jeder Moment dann schöner ist, sondern das, was wir hinterher... Am Ende. Ja, ne, so ich bin ein Freund davon zu sagen, lass uns eine Paarkultur entwickeln. Ne? Und eine Paarkultur entwickeln heißt, auch nicht, es ist immer nur alles tralala, sondern es geht darum, ne, wirklich die Dinge anzufassen und zu sagen, so will ich's. So ist es gut.
Und das verändert sich natürlich auch immer wieder, aber über Sprache und Kommunikation, Auseinandersetzung können wir damit mitgehen. Ne? Mhm. Und ich finde, ja, dafür sind Fragen einfach gut. Ja, schön. Du Liebe, danke für deine Zeit. Oh, total gerne. Vom Herzen. Vielleicht machen wir nochmal Runde 2. Na! Wer weiß. Ja, schön. Claudia, ich danke dir. Und auf bald, würde ich sagen. Ja, auf bald. Sehr gerne. Auf bald. Tschüss. Schöne Grüße nach Bremen. Liebe. Ja, ciao du. Tschüss.